So. Ihr seht, ich hatte eine leichte Typveränderung. Und dafür muss ich jetzt auf jeden Fall noch mal zum Friseur. Ich brauche vielleicht Geld. Die Veränderung ist noch ungewohnt. Ja, dann mach dich mal frisch, Alter. So, dann haben wir jetzt zumindest Abhilfe geschaffen. Ach, hier eine alte Ratte! Hey, was ist denn mit dir? Ja, was soll denn sein? Wo treibst du dich rum? Ich bin mit den Jungs, wir sind gerade bei der Polente hier, beim LCBD, wa? Was macht ihr da? Na, wir wollen. Also Wayne hatte die glorreiche Idee, dass wir den zum Schrottplatz laufen. Jetzt sind wir hier seit 2 Stunden unterwegs gefühlt. Na gut, ich komme jetzt mit meiner Karre vorbei, mobile Studio, und dann haben. Wie viele Leute sind wir denn? Warte mal, Andy ist da, Wayne ist da, Krake ist da und Ole ist da und ich, ja. Wir sind 5. Alter Scheiße, ich habe keine Karre dafür. Naja, aber dann kommen wir erstmal in einer Karre, dann können wir damit hochfahren, die Karre von Eddie holen, war den komischen Dings da war, den Wohnwagen. Alles klar, gut, ich bin gleich da. Gut, dann warten wir bei der Polente hier. Jo. Geile Friese! Wie siehst du aus? Naja, muss ja wahr. So, wir fahren jetzt erstmal hoch, oder was? Ja, würde ich sagen, weil Eddies Kiste holen, macht ja am meisten Sinn. Naja, klar. Gut. Schlafen, dann haben wir eine Menge zu erzählen. Ja, ja. Vielleicht, Eddie, fährst du mit ihm hoch und erzählst ihm mit einfach unterwegs. Boah, ich weiß es doch nicht alles. Ach so, naja, gut, dann hol erstmal die Kiste, wa? Ja, wir holen das ja. Bisschen. Wir benehmen uns hier so lange natürlich, wa? Naja, warte, ich fahr mal zurück. So. Wenn die nicht mehr hier sind, wenn wir zurückkommen, sind die wahrscheinlich festgenommen. Klingt so, ja. Ja, wir haben gerade eben 3 Bullen verprügelt. Was? 3? Ja. Scheiße. Wir wollten uns anhalten, weil ich den entgegengehupt habe. Ja, und ey, wo fährst du? Ich dachte, wir fahren zu mir. Wo willst du hin? Nee, zurück. Wir müssen auf den Schrottplatz. Da ganz oben in Nord-Elgin-Quinn. Alles klar, Mann. Ich dachte, der steht irgendwie bei mir um die Ecke. Nee, dann wir kommen ja gerade von da. Hier, sauf dir erstmal einen rein, ey. Du hast noch gar keine Fahne. So, warum, also, was ist denn los gewesen? Ey, boah, Alter, ich versuch mal anzufangen. Ja. Wir haben Duschbeck gegründet. Was das ist der? So. Duschbeck? Ja, hier in irgendwo, wir machen so verrückte Stunts. Musst du mal im Internet gucken, bei Duschbeck, da gibt's schon die erste Folge. Dann will der. Ist das so eine TV-Show oder was? Ja, wir versuchen gerade Kohle damit zu machen, dass wir die Rechte an CNT verkaufen. Der hat uns 100.000 geboten. Boah. Haben wir nicht mehr Geld mit, wenn wir da einfach irgendwie das ist unabhängig haben, Mann? Ich habe keine Ahnung davon. Ja, muss gut, mal Ole fragen. Der war von der 1. bis zur 4. Klasse. Der hat irgendwie studiert oder so. Und dann haben wir uns natürlich geprügelt. Ja. Dann wollte uns die Frau vom Hotelfuzzi überzeugen, dass wir für die arbeiten sollen. Ja, das ist nicht so gut, wa? Und dann hat mich... Ich habe jetzt die Nummer von dem Hotelfuzzi. Der will heute mit uns sprechen. Boah, was war noch? Dann irgend so ein Eis? Bietet uns 3 Kisten Bier, wenn wir dem Hotelfuzzi auf die Fresse hauen? Oh, das ist doch vernünftiges Angebot. Ja? Aber was war denn noch? Gestern wurde ich bei Gericht vorausgeschmissen? Schon wieder? Ich habe nur Bier getrunken und gerülpst. Danach haben sie mich doch an meinem Schlawittchen gepackt und rausgezerrt. Und dann im Zwischengang habe ich noch einen davon verbrüllt.
Was war noch? Ach, dann waren wir im Stripclub, da haben wir uns auch geprügelt, da haben wir Hausverbot jetzt. Hier oder was? Ah ja. Ah, der steht wahrscheinlich hinten auf diesem Abschlepphof. Wo ist denn der? Weiß ich, warte mal. Ey, Meister! Wie die Leute einfach erwarten, dass ich während der RP-Fahrt anhalte, damit ich meinen Game-Titel ändere oder was? Was ist euch in Lopepegas los? Ich sehe das doch, Mann. Das ist halt aber überhaupt nicht wichtig. Fucking OCD klickt halt komplett. Ah, da steht nicht das richtige Spiel. Das ist doch mein Sweeper. Oh, Alter. Ja, ich finde die neue Frisur aber geil, wa? Ist auch die logische Konsequenz aus dem runtergestylten, wa? Einfach sagen hier. Was sind jetzt? Wir müssen nach Dukes zur Verwahrstelle. Nach Dukes? Ja. Scheiße. Naja, dann fahren wir hier hoch. Na klar. Ja, aber ich glaube, ja, und dann halt noch ganz viele kleine Schlägereien und so. Selbe. Aber sonst, ansonsten. Naja, nicht so. Das war die grobe Zusammenfassung. Warte mal, nach Dukes rüber. Mensch. Naja, ich weiß auch jetzt. Ich habe gerade überlegt. Haben bei dir so? Alles klar? Ja, ich habe gesoffen. Hast du das Video dir mal angeguckt? Nee. Ich habe getrunken. Endlich mal normale Leute, ey. Was heißt das Duschbeck? Richtig. Das Stunts und so. Was ist das für ein Stunt? Wir springen mit dem Auto über Wayne. Wir fahren mit dem Quad über Wayne. Warte mal, wir machen eigentlich alles über Wayne. Ja, ich glaube, JP, also nein, Wayne ist der geringste Verlust oder so. Wenn das schief gehen sollte, ne? Ja, ja, genau, JP ist so der Producer. Muss ich mal gucken, oder? Ne? Und wir hätten Wayne fast verloren beim ersten Mal. Fast tot gewesen, wa? Ja, wir sind mit BMX von der Brücke gesprungen. Ach du Scheiße. Und so ein Backflip, Frontflip und so. Und dann hat es K.O. gehauen, dann haben Krake mich aus dem Wasser gezerrt und wiederbelebt. Da sieht man in den Outtakes. Ach du Scheiße. Und kommt gut an der Scheiße, oder was? Ich glaube, ja. Krass. Und wir haben den Bierschrank wieder bis drauf gefüllt. Sehr gut. Und wir hatten eine wilde Verfolgungsjagd. Mit der Polizei. Ich war nur einen Tag nicht da, ey. Ich wirklich. Da bist du einen Tag saufen, wa? Nee, ja, mir fällt gerade echt nichts mehr ein, ey. Ja, klingt doch eigentlich ziemlich ausführlich, ey. Wenn wir heute auf die Polizei treffen, kann es halt noch Ärger geben. Perfekt, Alter. So, wir fahren wieder zurück zu denen, ja? Alter, das sieht nicht gut aus da unten. Was ist da los? Die sind umkreist von Polizisten. Was dagegen, ey? Von der Maßnahme kurz fernzubleiben? Nee, ja, hab ich was dagegen, ja. Moin! Ach, servus! Moin! Na, wie ist? Was seid ihr, Packers? Ja, alles gut? Servus! So, was ist los? Was ist das Problem? Ja, Ole wird hier gerade festgenommen, oder ja, so? Ja, Ole wird festgenommen, ja. Wieso? Ole hat doch letztens schon gemacht. Er hat ein Polizeiauto rein gepisst oder so. Rein gepisst? Dafür muss man noch drin sein. Ja, ich denke, gell. Selber genau schuld, wenn ihr euch den reinholt, ganz ehrlich. Ole ist bekannt dafür, dass er eine schwache Blase hat. Ja, ne, seht doch, das erzähle ich die ganze Zeit. Ja, ja. Hört mir hier zu. Der hat Glasknochen, fass den nicht an, ansonsten bricht der auseinander. Danke, Power. Das erzähle ich auch so, die der ganze hat Glasknochen. Das erste, was ich gehört habe, als er gekommen ist, ich habe Glasknochen. Ey, deine Brille ist kaputt. Ja, eine neue. Ja, du brauchst echt eine neue. Ne, das ist die neue. Ach so, oh. So, hat jetzt schon jemand einen Staatsanwalt angerufen, der wollte dort anrufen. Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ja, ich verstehe es auch noch nicht. Versuch es mal zu übersetzen. Ja, ne, einwandfrei, ich denke. Scheiße, es ist so ungewohnt, dich zu sehen, ne? Du siehst aus wie eine Bowlingkugel. Ja, das ist zum Kotzen, wa? Ja, Bauer, du bist auch mit dem Haar auch nicht gerade eine Schönheit. Pass mal auf, ansonsten sage ich denen gleich, die sollen ihren Schlagtock rausholen und deine Glasknochen zu Brei machen, Alter. Ah, sehr gut. Ja, hier, die wollen mich schon brutzeln, so wie das aussieht. Naja, jetzt bleib mal ruhig.
Wird ja jetzt nichts passieren hier. Es passiert ja nichts, ist ja nichts. Weiß ich auch noch nicht, was ich weiß. Aber wir ziehen jetzt einfach freundlich ab, Mann. Das sieht ja aus wie eine Sitzbreite, aber das macht nichts. Nee, was ist denn, also, wer ist denn... Ich verstehe es noch nicht. Vor allem der Chief hat das, also ich denke, dass es der Chief war, der hat das sogar schon weggefahren, das Auto. Was für ein Auto denn? Na, da wo ich rein bin. Du hast Junge. In das Auto gepisst? Wie hast du das denn geschafft? In das Auto gepisst und die wollen mit ihm rennen, weil er keinen Ausweis bei hat. Und jetzt diskutieren sie ja seit einer halben Stunde, weil Ole einfach sagt, ich gehe nicht mit drin und die tasern ihn nicht. Entweder ihr knüppelt ihn jetzt weg oder er steht auf, aber was ist denn jetzt für eine Diskussion? Überlegt euch jetzt, was er vorhabt, wa? Genau. Na, übrigens schon die Reihe, weil ich hab ja gar nichts gemacht. Ach, Ole, hab dich doch mal nicht so. Das sind nur ein paar tausend Voltschläge. Naja, na. Vielleicht zippen die da durch deine Organe durch und dann ist das alles wieder alles gesund. Ich weiß doch nicht, was sie im Krankenhaus in mich eingesteckt haben. Naja, ich hier noch einen Herzschritt mache, dann bleib ich hier stehen. Oder liegen, je nachdem. Also, wollt ihr jetzt. Bleibt das jetzt dabei? Diskutieren wir jetzt weiter hier oder was? Ja, ich weiß es auch noch nicht. Ah, wundervoll. Das ist doch das Auto wieder. Da, das fährt einmal. Ja, einmal frei. Jetzt einfach mal rein, dann machen wir hier den Personalabteil auf. Ja, haben sie doch schon. Was denn für ein Problem? Wo liegt denn das Problem? Nee, ich will nicht mit rein. Können Sie die Personalien nicht hier unten ausnehmen? Der ist doch der erste Ole. Vor allem, ich habe die Personalien schon 3000 Mal gesagt und die begreifen es einfach nicht. Ich weiß nicht, auf welcher Schule die waren, aber ich kann nicht singen und ich kann. Okay? Ey, Marino, mein Freund, ist alles gut bei dir? Ja, klar, ist alles gut. Ja, klar. Alter, nimm den mit rein. Zieh den so, wie du mich immer zerrst. Ich mache hier den Personalien jetzt und dann können Sie. Ich habe doch meine Personalien schon lange gegeben. Ich habe kein Bier mehr. Warte mal, ich kann dir eins geben, wa? Okay. So, hier jetzt nochmal meine Personalien. Warum soll ich dafür rein? Ohne Shot. Ja, also singe ich denn hier die ganze Zeit? Oh ja, das ist aber schon köstlich. Und was? Okay, das ist der Personalausweis. Ja, genau. Und was wird Ihnen jetzt vorgeschmissen, mein Herr? Ja, das weiß ich schon noch nicht so ich. Ja, gut. Können wir eigentlich gerne, oder? Ja, ihr wolltet den Staatsanwalt anrufen, der ist immer noch nicht da. Ja, jetzt komm, Ole, sehr auf, wir was gehen. Was guckst du mich so an, willst du mir noch was sagen? Ich wollte eigentlich beim letzten Mal nur fragen, wie das mit der. Ja, ich bin mit der Ahnung, mehr wollte ich nicht fragen. Ich darf einen auf die Fresse und finde ihn ein bisschen unschön. Aber beim nächsten Mal, ne? Gut, dann zählen wir ihn rein. Der wird gefickt. Was ist denn hier? Was ist ein Abgang? Ja, ein guter Abgang. Das war ein guter Abgang von mir. Der wird gemacht. Respekt, Mann. Super. So verdient man sich meinen Respekt. Nicht mit Knüppelschlägen. Ja. Das war gut. Das war gut. Was denn jetzt? Ich habe ja nicht zugehört. Ich habe getrunken. Ach, das waren die, was ich dir gerade erzählt habe. Ach so. Ja, was ist denn jetzt mit Ole? Ja, ich sag dir ganz ehrlich. Wir lassen ihn halt zurück. Schon wieder? Lassen wir ihn zurück, der hat sich auch schon dran gewöhnt. Der kommt schon, der meldet sich. Ey. Ich dachte. An der. Ola einfach nicht so ein dämlicher Stuhlkopf wäre, wäre das schon dreimal erklärt. Ah, die Polizisten sind schon dabei. Genau so eine Feige. Marinochen, wie lange dauert denn das? Kannst du dir ausdenken. Hä, die haben doch gerade seinen Personalausweis gesehen oder nicht? Nee, eben nicht. Hä, der hat ihn doch gerade gezeigt. Er hat dann jetzt aber erst gezeigt. Vorhin hat er die ganze Zeit nicht gezeigt, er hat bloß seinen Namen gesagt immer. Dann haben sie gesagt, komm mal drin, hat er sich einfach hingesetzt und gedacht, nö. Wir gingen dann 10 Minuten ins Spiel. Oh. Das war so richtig sinnlos. Naja. Oh. Und ich will mehr Crack. Jetzt der Powerchen, wa? War ja alles gut, wa? Ich hab gedacht, ich hab einen Abend geschlafen, aber stellt sich raus, waren 2 Tage. Alter, ich sag ganz ehrlich, wa? Aber, ja. Wir haben vorhin 3 Bullen zusammengewichst, wa? Ich sage dir, ich wollte mir mal die Bude angucken, die er jetzt aufgenommen hat. Du Speck. Achso, na klar. Was ist denn das? Ist das irgendwie so ein Kanal oder so? Was muss ich machen? Man muss doch einfach mal einnehmen, du Speck, wa? Dusch. Ah, hier. Unterhaltung. Warning. Ah. Welcome to Duschbeck. Ey, das ist doch das Ding, Alter. Was ist denn das jetzt hier? Warte mal. Warning. The stunts in this movie were performed by professionals. Geil. So for your safety and the protection of those around you,
Eine Tente Stanturisi. Hi, mein Name ist Frank Campbell. Welcome to Dudesbag. Scheiße, Wayne, das bist du! Oh, wow! Wayne! Wow, Wayne, sprichst du von der Brücke? Krank. Ja, aber das ist nicht so gelaufen, wie es laufen soll, ey. Ach du Scheiße. Oh! Oh! Der Rückenklatscher gemacht. Oh nein! Aber ich mag den letzten am liexten, wa? Der Outtakes! Nee, davor mit dem Spot. Ey, das ist das Beste. Du musst ihm gleich mal deinen Rücken zeigen. Oh, mein Name ist Frank Campbell! Welcome to Dudesbag! Das ist das fliegende Quad! Geil! Die kommen! Scheiße, wo ist denn Wayne? Ich sehe den gar nicht. Oh mein Gott, über den Arsch! Ja, ja, das war super. Wow. Ah, Wayne, zieh schon mal die Weste aus, wa? Soll ich auch sehen? Ja, ja, klar, Paul. Ah, und die Outtakes, da siehst du, dass Wayne den Rückensprung nicht gut vertragen hat, wa? Ach du Scheiße, Alter, Wayne. Ja, du bist berühmt, Wayne. Ach, warte, ey. Wir werden berühmt. Wahnsinn. Das ist ja mega. Ihm, guck dir mal seinen Waynes Rücken an jetzt, nachdem das Quad über ihn rübergesprungen ist. Ach du Scheiße. Das hat sich eingebrannt, Mann. Ach du Scheiße, Wayne. Oh, ein bisschen bröckelig, ey. Oh Gott, Wayne, Alter. Ja, geil. Und, ja, und dann wollen wir noch Wayne irgendwas ins Gesicht tätowieren. Am besten jemand, der es nicht kann. Was haben wir noch so? Oh, ja, wir werden das kannst du noch machen, Eddie. Oder wir fragen irgendeinen Fremden. Ja, auch gut. Einfach so ein paar lustige Videos immer mal zwischendurch machen, weil wir nichts zu tun haben, wa? Geil, geil, geil. Ja, der komisch. Ach so, siehst du, da war vorhin so ein Typ da von CNT bei uns. Der hat uns $100,000 geboten für die Rechte das von der Serie. Ach, die sollen sich ficken gehen, wir machen das unabhängig, oder nicht? Ja, $100,000 sind natürlich verlockend, aber haben wir gerade, als wir auf euch gewartet haben, uns auch schon drüber unterhalten, wa? Das ist vielleicht besser, als wenn wir es einfach so machen, wie wir Bock haben, ohne die ganze Kommerz-Scheiße. Ich glaube, wir verraten uns einfach, Alter. Vielleicht sollten wir einfach irgendwie so dazwischen sagen, Pisswasser ist geil und wir machen so im Video Werbung. Ach, wir sollen einfach überhaupt kein Geld mit der Scheiße verdienen und einfach sagen, fickt euch alle. Oh, weißt du, der nächste Sketch ist? Wir gehen in das C&D-Studio rein und Wayne legt eine riesige cremige Wurst auf das Podest, Alter. Das ist auch eine richtige gute Idee. Willkommen zu Duschbeck. C&D hat uns 100.000 für das Recht an diesem Format gegeben und wir scheißen drauf. Und das dann kackst du da richtig rein. Das ist auch richtig gut, ja. Ah, das Bierchen haben wir ja von dem Typen schon abgegriffen, wa? Stimmt, der hat uns ja schon ein Bier vorbei gebracht. Drei Kästen waren. Er wollte ja einschleimen. Ja, so einer von euch in das Auto gepisst? Was? Welches Auto? Ja, wir wurden angerufen, dass irgendwer das Auto gepisst hat. Ich hab euch ja gesehen, dachte, ihr wart das vielleicht, ne? Ach so, ja, Ole war das. Ja, Ole war das. Ole hat ins Auto gepisst, ja. Ja, siehste, hab ich mir fast das Auto schon gepisst. Mahlzeit. Ja. Mahlzeit, wa? Moin. Moin, grüß euch. Alter, was hast denn du da auf dem Kopf, Power? Naja, ich wurde letztens frisiert. Ich wurde gefangen genommen. Da hat, die kommen mittlerweile schon mit Friseur zur Geiselnahme. Ich sag's dir ganz ehrlich. Und jetzt musste ich abrasieren, wa? Und das ist das Ergebnis. Ach du Scheiße. Bin ich ganz ehrlich mit der Schette, aber warum? Ja, ja, finde ich aber auch gut, du. Kann ich heute einen Tattoo-Termin machen? Scheiße, es gibt keinen Termin. Ich bin mit dem mobilen Tattoo-Wagen da. Echt? Ja, ja, klar. Ich habe alles in meinem Wagen. Geil, ja. Wenn ich hier fertig bin, rufe ich dich mal an, ne? Naja, mach mal. Na gut, ey, boah. Dann kann ich alles vom Wagen aus machen, wa? Apropos, übrigens hat Eddie als Zimmer und dann hat uns Geld geboten, wa? Dass wir den Hotel eigentlich verprügeln. Ja, das hat Eddie schon gesagt, ja. Ach so, gut. Ich habe versucht, so alles Mögliche zu erzählen, was ich noch weiß. Ja, ich glaube, also, das ist doch das Wichtigste, aber sonst zwischendurch mal ein paar dumme Prügeleien. Da und der Hotel fehlt sie. Wir sagen Ole einfach, er soll uns anrufen. Ja, ist besser. Ja, macht er doch eh. Ja, ich schreibe ihm jetzt einfach, dass er uns anrufen soll. Ruf an, wenn du durch bist. Wir kacken jetzt in das CNT-Studio LG. Oh, Wayne, brauchst du noch mehr Bier für den Schiss? So, Wayne, du hast eine Aufgabe. Wir müssen jetzt zu CNT. Ich müsste noch irgendwo schnell Eier essen, ey. Ey, hier. Dann lass uns kurz zum Kiosk fahren.
Ich habe einen gammeligen Apfelsaft noch, der stand ziemlich lange in der Sonne. Aber das Dreck funktioniert, ja, komm, brauche ich Eier. Nee, wir müssen zum Kiosk fahren, damit Wayne seine Eier bekommt. Und dann fahren wir zu C&T. Sehr gut, sehr gut. Der P, du musst mir wieder die Hand halten. Krieg machen. So, ich müssen wir mal gucken. Ich werde auf jeden Fall mal kicken, ob ich hier ihn finde, vielleicht in irgendeiner Werkstatt, der uns ein Auto bauen kann mit einer Rampe hinten drauf. Auch eine mobile Rampe. Finde ich gut, finde ich gut. Boah, klar, ey. In der Verfolgungsjagd einfach scharf bremsen. Oh, oh. Wir müssen mehr so einzelne Clips machen, nicht so lange. Einfach nur einen Clip, weißt du? War ja nur so das Intro erstmal, weißt du, dass man weiß, was los ist. Genau. Oh, er schiebt schon wieder ganz andere Filme. Oh. Können wir doch alle mit dem Wohnmobil fahren. Ja, aber ich habe meinen Tattoo-Scheiß dabei. Ach so. Alter, wie soll ich denn hier reinkommen, Alter? Ach du Scheiße. Oh. So. Jetzt fahren wir erstmal zum Kiosk, wa? Ja, würde ich sagen, mal ein paar Erbesäulen. So, wo ist denn das nächste Kiosk? Ich hab keine Ahnung. Jungs, wo ist denn das nächste Kioske? Ja, unten im Broker. Naja, dann fahren wir zum Broker dann hier gleich. Rüber hoch, war hier drüben gibt's ja so weit ja nicht. Naja, klar, wir fahren rüber nach Broker und dann soll er erstmal in Ruhe seine Eier essen. Genau so ist das. Mit ein paar Pinsetten runterspielen in die Anzahl, dann würde es schon flutschen. Naja, klar. Scheiße, das wird doch wieder in der Hose hier. Ja. Oh Mann. Ich hab heute noch ein bisschen Höhenflug, war nachdem wir vor dir kommst, verprügelt haben. Naja, ich glaube schon. Ach, vorhin war richtig voll bei dir vom Laden, war? Da waren einige Leute. Echt? Oh ja, also zwei oder drei, die wollten sich mal stechen lassen. Ja, die sollen sich alle ficken gehen. Naja, wir haben auch gesagt, die sollen sich verpissen. Wenn offen ist oder so, dann werden sie schon mitkriegen. Hierbei, ja klar. Naja, klar. Dann soll er ein bisschen Eier essen. Ja. Ey, ich hol mal kurz das Duschback Mobil, wenn wir eh mit zwei Autos unterwegs sind. Naja, klar. Oh ja, macht das. Ey, wir hatten eine Verfolgungsair-Power. Kannst du den nicht ausdecken mit der Kiste? Durch die ganze Stadt mit Helikopter und alles, wa? Mit Helikopter? Ja, die haben uns verfolgt und wir saßen drauf und Krako und ich haben hinten auf der Ladefläche gesessen und die Bullen mit Bierflaschen beworfen. Scheiße, ist das dieser Hirn, Alter. Der Hornwagen, wa? Ja, genau. Das genau, ist ja geil. Lass dir schmecken, Wayne, lass dir schmecken. Einfach aber richtig da. Richtig rein, ne? Ja. Mach gleich 5 auf einmal. Boah, fuck, das wird ohne den Himmel da drin, ne? Oh. Wo ist denn der Scheißstudio eigentlich? Ich hab gesehen am Times Square, glaube ich. Ah ja, da stehen immer die ganzen Ziele. Ohne, du Schwein, bist du durch jetzt oder was? Naja, klar, gut, dann fahren wir. Wir sind gerade bei Ole, muss gerade 10, 20 Eier essen, weil wir gerade versuchen, die richtige Mischung für seinen Stuhl zu kriegen. Oh, eben frei. Wir holen dich gleich wieder. Wir haben 2 Autos mit offenem Fenster. Nee, mach nichts Verkehrtes, wir wollen dich auch gleich abholen jetzt. Der Anwalt hat mir gerade gesagt, der Auto. Naja, klar. Also wie gesagt, wir holen dich jetzt ab und dann fahren wir zu C&T. Na ja, super, ich warte. Die Anwälte wollen die Stürmer nochmal tätowieren lassen. Die müssen bestimmt nochmal mit dir reden. Naja, klar, die sollen mich anrufen oder so ein Scheiß. Aber ich bin, ja, wie gesagt, ich bin mit dem mobilen Tattoo-Studio unterwegs. So, wir können Ole abholen. Also sie wollten noch sprechen, oder nicht? Ja, wie jetzt... Wir wollen so dringend, das war so dringend, sie wollen mit uns sprechen, jetzt haben sie keine Zeit, oder was? Na, wir müssen noch eh zu C&T, das Smiley. Alles klar, meld dich, wir haben gerade, ja, ey, wir müssen uns prügeln, meld dich, wenn du fertig bist.
So, und dann holen wir jetzt Ole ab. Na ja, klar. Ole ab und dann ab das CNT, wa? Na ja, klar. Oh, die Blende kommt. Was ist denn für Autos? Keine Ahnung. Was da jetzt verkehrsberuhigte Zone ist, hast du mitgekriegt, war bei dem IOD? Ja, ich bin durchgefahren, ich habe gedacht, was ist denn das hier? Ein Spielplatz direkt auf der Straße gebaut. Naja, quasi, war. Die Silko durchgesetzt, glaube ich. Was? Direkt vor der Bude, ey. Naja. Wow. Muss der Juwelierladen ist hier auch noch umgezogen. War das durch Zufall nicht? Ey, und irgend so ein komischer rothaariger Vogel hat uns tot. Reich worden bis zum Tod, weil wir ihm ein paar Dollar abnehmen wollten. Was hat er gemacht? Ja, wir haben irgendeinen Typen vom Krankenhaus haben wir ein paar Dollar aus der Tasche gezogen, war. Ja. Aber am Ende hat er so ja mehr gehabt als vorher. Ja, und dann hatten wir ein bisschen Probleme mit der Polente wegen dem und so weiter. Und der hatte wohl gestern irgendwie, hat er irgendwie Krake die Waffe am Kopf gehalten. Was? Naja, müssen wir mal Krake gleich mal in Ruhe fangen. War gestern noch nicht da. Was ist denn jetzt schon wieder? Ist der jetzt schon wieder? Ole! Ole, wer winkt denn da hier rüber jetzt? Kurze Frage an Sie. Der Mr. Schott möchte, oder der Ole möchte seine Waffen nicht wieder haben. Wollen Sie die dann wieder, wollen Sie die dann haben oder sollen wir die dann entsorgen? Keine Ahnung, schmeißen den Scheiß weg, ist mir noch scheiße. Alles klar, ja, guten Abend. Mit so einem Scheiß nichts zu tun haben. Jo. Ja, ja. Dennis hier. Wir müssen jetzt kurz bei, wir müssen jetzt kurz jemanden Besuch aufstatten. Das wird absolut nicht gewalttätig. Ja, ich rufe eine Stunde oder so wieder an. Ne? Naja, klar. Ja, perfekt. Alter, also, solche Penner, da müssen erst, muss erst hier irgendwie so ein Chief kommen und muss sagen, das ist nichts. Was war denn jetzt los da? Was wollten die denn jetzt von dir? Ja, keine Ahnung, gar nichts. Die haben mich in den Knast gesperrt und dann haben sie mich wieder rausgelassen. Und dann standen hier unsere Hippie-Anwälte vor der Tür und die haben dann gesagt, das ist eine Lappalie, lassen sie den gehen. Und dann haben die mich gehen lassen. Na gut. Der eine hat gesagt, wenn man den das nächste Mal ins Auto scheißt, soll man den gleich anrufen. Die 200 Dollar, die mir wert, hat er gesagt. So, hier ist das, glaube ich. Oh, ja, ja, ja. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Hier. Mal, riesengroßes Schild. Oh. Alter, fast geknallt. Ja, ich hab fast geknickt. So. Aber hübsches Auto ist. Mal, was ist denn hier los? So, wir gehen da jetzt erstmal rein und gucken erstmal, wa? Klar. Ich weiß auch nicht, waren die da schon mal drin? Das muss ja hier irgendwo sein. Oh Gott, oh Gott. Mach das nicht doch! Nicht im Fahrstuhl, ey. Bloß nicht im Fahrstuhl. So, wo ist denn das? Herr Ross hier, Mann. Hä, wo ist denn das hier? Hier, wa? Keine Ahnung. Da drüben? Oh, ja, hier. Kamera und so ein Scheiß. Nee, ja, ist geil. Hier. Ist das da? Geil, geil, dann können wir das doch hier machen, wa? Das ist ein Greenscreen, alle. Ich meine, hier würde da wohl passen. Hat... Ey, dann wollen wir den aufs Sofa scheißen? Ja, auf das schöne, helle Sofa. Sehr gut. Okay, warte, ich muss mich mal vorbereiten. Nein. So. So. Okay. Okay, die Kamera. Okay, wer hat die Kamera? Du? Ich mach das, ja. Soll Wayne das sagen? Wayne, soll ich dir den Text geben oder soll ich da was sagen? Nee, du sagst das! Du sagst es und Wayne kackt. Okay, na gut, warte, dann mach ich die Maske nochmal ab. Bin aufs Sofa aber, Wayne, ja? Aufs Sofa. Wir brauchen noch einen Namen für den Stunt. Ich sage jetzt hier, mein Name ist Power und welcome to Duschback. Das ist die 10 Eier nicht scheißen Challenge. Ja, irgendwie sowas, wa? Ja. So, okay. So, alles klar. So. Wayne, du gehst schon mal rüber. Der JP wird dann einfach zu dir rüber. Ich gehe dann einfach aus dem Weg. Du machst dich einfach schon mal bereit. Entspann schon mal ein bisschen die Muskel. Man sieht jetzt nur Sichtpower. Das ist einmal ein Fall. Schön. Gut, alles klar. Okay, dann sag, was ich kann, wa? Alter, Rain ist auch bereit? Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, ob da was kommt.
Ja, nicht so dolle perfekt, Brücken, Wayne. Wayne, das ist nicht gut. Mach ruhig, bleib ruhig erstmal. Ja, so. Nicht so dolle Brücken. Live in 3, 2, 1, go. Ey, mein Name ist Power. Welcome to Douchebag. Die Leute von CNT haben uns 100.000 für die Rechte an unserer Sendung geboten. Und ich würde sagen, Wayne hat 10 Eier gepfressen und scheiß da drauf. Ich muss trinken. Aber er kommt noch nicht so richtig raus. Scheiße! Oh, Kacke, halt mal meine Hand hoch! Ah, ich komm schon, ich komm, wa? Ich glaub, da kommt nicht mehr, oder? Es kommt immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Ach du Scheiße, bis hinten an der Wand! Oh, ich bin am Zwillen! Ich muss kotzen, wa? Kacke! Zieh mal meine Assbacke auseinander! Oh, kotzt du denn? Ja! Oh, du großartig. Oh, das war's, ey. Ich bin Eddie Kirky, die stinkende Sau. Weg da! Oh. Ach du Scheiße! Oh, nein! Nein! Oh, nein! Nein! Schön, nein! Oh, nein! Oh mein Gott! Oh, da kotzt der Erste! Oh nee! Oh nee! Und Kat, wir haben alles! Oh Gott! Eddie, du Drecksack! Nimm mal eine meiner Klamotten! Ich geh von mir, wa? Ey, da hinten. Ja, hier, ich nehm. Nimm mal die Kamera, ich geh mal kurz mich waschen, ey. Pass auf. Was sagt er? Soll ich das gleich ohne Bearbeitung so hochfeuern? Ja, wa? Scheiß drauf. Ja, einfach hoch, wa? Naja, will ich auch sagen. Mach das hier schnell fertig, in einer Sekunde. Kann man dem verlinken? Mach einfach, kannst du diese Warning davor machen irgendwie oder so? Ja. So, ja, warte. Oh Gott. Verlink den Kerl? Das war Warning! Ja, warte. Oh. Ja, ich. Scheiße, Wayne. Oh Gott. Alter, Hubi, ey. Das war so schlimm. Das war schlimmer als das erste Mal. War schon eine kleine Geburt. Oh Gott. Wayne. Lass alles raus, was keine Miete zahlt, Wayne. Befreit! Oh, wir müssen hier raus, Alter. Das stinkt so sehr einfach. Ich nehm die Klamotten. Oh. Das ist doch nicht nur Ei. Hast du? Alles klar, sind sehr sauber. Besser. Ja, nimm mal das Zeug. Alter! Danke. Eddie, Junge, du bist du Teufelskerl. Du wirst einfach in die Geschichte eingehen, Alter. Oh. Ich hoffe, das war jetzt nicht so dramatisch, als das Video gesprengt hat. Nee, das war einfach. Das war perfekt, Alter. Das war verdammt authentisch, war. Genau richtig, oder? Alter. Wayne, du fährst extra. Boah, ich muss kurz ein bisschen frische Luft atmen hier. Oh, fuck. Scheiße, ich hab... Ah, ist egal. Wer ist mal eins trinken auf die Arbeit, ey? Ey, ich sag ganz ehrlich, Alter. Ich sag, wir fahren jetzt erstmal in den Central Park, machen mal eine ruhige Kugel, ich tätowiere ein paar Wichser und dann ist gut. Ja, dann können wir auch ein rotes Video fertig machen. Genau so machen wir das jetzt. Ich fahr mal da drüben, ich will brauch ein bisschen Frischluft. Naja, mach. Das war einfach großartig. Oh, kleine Geburt. Ja, Eddie, das kam runter, aber das war perfekt. Das war einfach gut. Oh. Alter.
Ich habe auch richtig Muskelkater. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, wie Ellie sich fühlt. Oh. Wayne sollte das unbedingt mal untersuchen lassen. Das kann ich nicht sagen. Das ist wirklich. Das ist so die ein. Das sind so seine Kräfte und wenn er die mehr als dreimal hintereinander einsetzt, dann geht er einfach drauf. Ja. Dann platzt da irgendwas Wichtiges oder so. Alter. Weil es hat schon angehört, als wäre was eingerissen. Geil, geil, geil. Ja, dann können wir hier erstmal chillen. Oh, ich muss auch den Geschmack rauskriegen aus dem Mund. Oh. Ah, geil. So, ich will mal ganz kurz unten mir versuchen, die Nase zu duschen. Ja, alles gut. Bleib wieder da. Alter, Leute, ich hätte mir fast ingepisst gerade. Ich hätte mir legit, das war zu viel, ich hätte mir fast in die Pullert. So ein, zwei Tröpfchen haben es sicher geschafft, Alter. Aber ich habe mir gerade fast in die Pullert, ich sag's jetzt ehrlich. Ich habe mir fast in die Hose gemacht gerade, Alter, war das witzig. Eieiei. Alter Schwede, das war zu viel für mich. Da habe ich nicht mit ihr gerechnet, dass das so schlimm wird. So, ich bin gleich wieder da, Chat. Ich bin gleich wieder da.